In unserer Serie Landwirtschaft geht es heute um den Generationenwechsel. Wie kann die Hofübergabe gut gelingen und für beide Seiten erfolgreich sein? Dieser Frage geht Bettina Zajac in einem Rinderbetrieb im Bezirk Weiz nach. Seit 1. Jänner heißt es Generationenwechsel bei der Familie Kreimer, vulgo Möselbauer in Basail. Für den Hofübernehmer bedeutet das eine große Herausforderung und für den Hofübergeber beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Dieser Hof in Haufenreit besteht seit dem Jahr 1800. Nach 35 Jahren übergeben Christa und Franz der Dritte an seinen Sohn Franz den Vierten. Der wird den Betrieb auch machen, das traue ich ihm schon zu. Wir machen das jetzt anders, weil es in der Zukunft natürlich anders ist als vorher. Aber wir reden uns das aus und ja, das passt. Beraten wurden sie dabei von der Landwirtschaftskammer. Im abgelaufenen Jahr sind 242 Hofübergabeberatungen gezählt worden. Das sind 790 Stunden. Im Raum Weiz macht das Johann Rath. Bei ihm sind 45 Gespräche dann letztendlich beim Notar besiegelt worden. Jeder Landwirt bekommt auch eine schriftliche Beratungsdokumentation, wo er ganz einfach alles, bevor er dann unterschreibt, noch einmal für sich reflektieren kann. Als gelernter Tischler und Klauenpfleger ist Franz der Vierte jetzt auch Betriebsleiter am Hof. Er geht besonnen und wohlüberlegt in Richtung Zukunft. Wir schauen, dass wir immer ein bisschen auf dem neuesten Stand sind. Alles ein bisschen mit Maß und Ziel, weil den Betrieb will ich meinem Junior weitergeben. Auch seine Frau ist jetzt Chefin. Sie kommt aus Schöder und arbeitete vor den Kindern als Krankenschwester. Es ist natürlich nicht ohne, wenn man das jetzt übergeben kriegt. Es hängt sehr viel dran. Und wir sind, also mein Mann und ich, sind auch bedacht darauf, dass wir nachhaltig arbeiten. Und ich bin froh, dass wir so eine Schwiegertochter haben. Wirklich. Was überall, sie steigert sich überall so ein. Wo ich denke, wie ich da hergekommen bin, habe ich mich nicht so eingesteigert eigentlich. Nicht? Merkt man das schon irgendwie? Zieht sich der Vater und die Mutter zurück? Es bleibt Arbeit zurück, wo ich sonst früher gesagt habe, das macht der Vater. Und wo man dann steht, halt, dann muss ich machen. Nicht? Wir werden nicht alle auf Läppchen sein, nachher, sondern ein ruhiges Ausgedinge. Wir machen ja das gern. Wir waren ja gern Bauern und haben die Arbeit mit Liebe gemacht. Wichtig neben all den betriebswirtschaftlichen und sozialrechtlichen Beratungen ist auch das Menschliche. Übergeben, glücklich leben, übernehmen, glücklich leben ist die Botschaft für ein harmonisches Miteinander und garantiert die Weiterbewirtschaftung der landwirtschaftlichen Betriebe. A future generation.